Video 6. Wie man einen Song schreibt, Teil 2 von 5. Hallo, in diesem Tutorial werde ich Ihnen zeigen, wie Sie eine reichhaltigere Drum-Section komponieren können, indem Sie den Sampler nutzen und wie Sie die Lautstärke der Module ändern und direkt in den Tracker schreiben können. Aus dem Synth-Menü wählen wir Sampler. Ein Sampler ist in einigen Teilen ähnlich wie ein Synthesizer, aber anstatt neue Sounds aus einem Oszillator nutzt er aufgenommene Klänge von Instrumenten, Ausschnitte von aufgenommenen Songs oder Synthesizern. Diese Klänge werden Samples genannt und werden in unserem Fall mit Hilfe vom Tracker abgespielt. Ein einzelner Sample wird oft Tonart verschoben, um musikalische Skalen und Akkorde zu erzeugen. In unserem Fall bietet der Sampler auch Synthesizer-ähnliche Prozesse wie Amplituden, Verschiebe und Tonart-Hüllkurven. Lassen Sie uns den Output vom Sampler an den Amplifier vom Drum-Synth schließen. Das machen wir, damit wir alle Drums auf dieselbe Weise verstärken können. Zu diesem Zeitpunkt müssen wir dem Sampler mitteilen, ein Sample zu laden, um es abspielen zu können. Wir würden gerne einen Clap-Sound verwenden. Aus dem Parameter-Panel wählen wir Load und dann das Home-Symbol. Dadurch können wir sehen, welche Kategorien von Sounds in der Software integriert und nutzbar sind. Wir wählen Instruments, dann Drums und schließlich Claps und clap3.xi. Nun wurde unser Clap-Sound in den Sampler geladen und wir können ihn uns in verschiedenen Transpositionen anhören, indem wir die Tastatur benutzen. Lassen Sie uns näher schauen, wie das Sampler-Modul von innen aussieht. Um das zu machen, wählen Sie Edit aus dem Parameter-Panel. Wenn Sie auf Samples klicken, wird der Inhalt des Samplers angezeigt, in unserem Fall der Clap-Sound, den wir zuvor gewählt hatten. Hier können Sie Volume, Panning und andere Parameter einstellen. Panning zum Beispiel definiert das Stereobild unseres Sounds. Wenn es auf 0 steht, wie jetzt, wird der Sound zu gleichen Teilen zwischen linkem und rechtem Kanal verteilt. Mit diesem Button können Sie mehrere Wellformen zur gleichen Zeit anzeigen lassen, wenn mehr als ein Sound geladen ist. Sie können auch einige direkte Operationen an der Wellform durchführen, wie zum Beispiel einen Bereich auszuwählen, rein- oder rauszoomen oder sogar auf noch mehr Features aus diesem Menü zugreifen, wie zum Beispiel Crop, was das Sample aus dem ausgewählten Bereich ausschneidet. In der Timeline wählen wir das Pattern aus, welches wir für die Kickdrum benutzt haben, weil wir einen Track hinzufügen müssen. Wenn wir mit Percussion arbeiten, ist es immer wichtig, deren Stimmung zu kennen. Das macht man wie folgt. Wir lassen den Song spielen, wir wählen den Generator und wir stellen ihn mit der M-Taste des Parameter-Panels auf Stumm. Nun können wir nur den Kick-Sound hören und benutzen die Tastatur, um die richtige Stimmung für den Clap-Sound zu finden. Okay, das ist gut so. Lassen Sie uns etwas sehr Einfaches schreiben. Die Percussion ist jetzt noch sehr einfach, aber lassen Sie uns nun versuchen, sie besser zu artikulieren, um einen interessanteren Rhythmus zu erzeugen. Um das zu erreichen, brauchen wir eine Strategie. Wir haben 6 Takte, also können wir 3 Takte bis Stufe 47 als ersten Teil unseres Patterns setzen und diese dann in die zweite Hälfte des Patterns kopieren und dann noch ein wenig editieren, um eine größere Vielfalt zu erreichen. Wenn wir den Tracker's Cursor zur Velocity-Säule ziehen, wird die Tastatur von diesem Reiter ersetzt
und wir können Velocity-Werte von 0, also Stille, bis 9 einfügen. Lassen Sie uns diese Werte für den Kick anschauen. Jetzt können wir die erste Hälfte dieses Patterns in die zweite Hälfte kopieren und wie im Folgenden ein wenig editieren. Lassen Sie uns das abspielen, damit wir einfach ein Pattern für den Clap erstellen können, indem wir dieselbe Technik benutzen. Bevor Sie beginnen, vergessen Sie nicht, den Sampler aus dem Module View auszuwählen, andernfalls würden Sie weiterhin für den Kick schreiben. Okay, lassen Sie uns wieder den Sampler öffnen. Wenn Sie Envelopes drücken, bekommen Sie die Hüllkurvenansicht des Samplers angezeigt. Wie Sie hier sehen können, beziehen sich Envelopes auf solche Elemente wie Amplitude, Tonart, Panning oder Sie können es sogar noch zu anderen Effekten anweisen. Die erste Sache, die ich tun will, ist der Einsatz meines Clap-Samples ein wenig weicher zu machen, damit es besser zu dem Kick passt. Lassen Sie unsere Drums abspielen, damit wir die vorgenommenen Änderungen in Echtzeit anhören können. Nun können wir die Stopppunkte wegnehmen, die wir nicht mehr benötigen. Um diesen Clap interessanter zu gestalten, möchten wir auch, dass sich seine Tonhöhe im Laufe der Zeit ein wenig ändert. Das können wir erreichen, indem wir Pitch wählen. Diese Linie in der Mitte präsentiert die aktuelle Stimmung. Wir wollen sie am Anfang ein wenig nach unten setzen, so wie jetzt. Okay, jetzt ist es in Ordnung. Wir fügen einen Reverb zu diesem Clap hinzu, denn er klingt zu trocken.